Ja, guten Morgen, meine Lieben. Da haben wir sie wieder. Guck, das ist der Opi. Den habe ich jetzt Opi getauft. Ja, der hatte. Ich habe ja mich immer gewehrt, so, wie soll man sagen, so Kükenfutter zu kaufen. Und zack, habe ich es gestern gefüttert. Hupsala. Und jetzt habe ich ihn baden müssen, weil sein Popo verklebt war. Ja, er sah aber auch, ja, ich glaube, der. Immer die ich mir aussuche, weiß ich auch nicht. Er sieht nicht gut aus. Wir haben ihn jetzt noch mal kurz gebadet, abgetrocknet, aber die anderen sind gut. Ihr wisst, Kreuzi haben wir erlöst. Ja, Opi ist jetzt ein bisschen schwach. Weiß auch nicht. Getrunken hat er. Er ist vorhin auch ins Wasser gefallen. Dann habe ich ihn noch mal angeguckt. Dann sehe ich, der Popo ist ganz verklebt. Habe ihm eine Massage gegeben. Ja, der ist ein bisschen. Weiß ich nicht. Unglücklich jetzt auch natürlich, weil er gebadet wurde. Wurde ja nass, weil ich ihn aufweichen musste, den Popo. So ist das. Ja, Eier haben sie hier. Ich habe neu aus. Habe das Ding neu gemacht. Gestern. Die Decke. Aber das riecht schon sehr intensiv. Ich habe ihn jetzt wieder ins Badezimmer gebracht, weil das war wirklich. Kein schöner Geruch fürs Kinderzimmer. Jonas wollte sie nicht mehr im Kinderzimmer haben. Ich habe auch Fenster jetzt hier auf im Bad, aber der Geruch ist schon sehr intensiv. Küken. Wir gehen jetzt heute wieder mal, wir müssen nach Kena. Wir haben einmal im Monat da was zu tun geschäftlich und da müssen wir hin. Und dann schauen wir mal, ob wir dort Gold kaufen gehen. Schauen wir mal. Wenn nicht, dann morgen. Ich will ja auch noch, in Kena will ich halt nicht viel einkaufen, weil dort ist halt schon vermehrt alles, ne, die Verbreitung. Und aber wenn ein Geschäft jetzt auf der Straße ist, wo jetzt kein, nicht im Markt drinne, wo man durch 1000 Menschen laufen muss, dann wäre das okay für mich. Wir schauen mal. Ja, hier seht ihr die Trinkenfeste. Und wenn ich nicht da bin, gibt die Mausi Futter. Ich habe schon vorgemahlen. Kükenfutter. Ja. Zeige ich mal die Fröschle. Fröschle ist gut. Ah, hier sieht man ihn gut. Ja, er hat schon die Füße draußen und die Kleinen, seht ihr, wachsen auch gut. Ja, da kommst du und trinkst, holst Luft. Hä? Ja, jetzt muss ich langsam mal die Abdeckung hinmachen, nicht, dass da ein Küken reinplumpst oder die Frösche rauskommen. Ja, ich habe die Pflanzen hier, da gehen wir morgen und holen wieder frische. Die nehmen sie gut an, die fressen sie diesen Klee. Ja, interesting. Ja, ich habe auch nichts anderes gemacht als bei den anderen auch. Ich denke einfach, ich hatte zu viele Kaulquappen in dem kleinen Behälter. Das Wasser ist dann wahrscheinlich gekippt. Hier kommt der andere angeschwommen. Also ich habe 3 von diesen großen. Ja, und was machen wir natürlich mit denen? Das ist ein Projekt für die Kinder und für die Mama. Ja, irgendwie mache ich das gerne. Beobachten, was die Tiere so machen. Natürlich ist es ein Biologieprojekt und natürlich auch Empathieprojekt für die Kinder, damit die sehen, was aus Kaulquappen werden kann. Und dass man auch, ja, die fasst man zum Beispiel ja nicht an, sondern beobachtet sie nur und ist mal was anderes. Wir werden sehen. Ist auf jeden Fall sehr interessant. Irgendwann stoßen sie dann vorne durch, dann kommen die Arme und der Schwanz wird kleiner und dann krabbeln sie raus. Aber die wollen wir natürlich nicht behalten. Ah, hier ist Nummer 3. Da haben wir sie alle 3 auf einmal. Rechts, Mitte, links. Seht ihr? Ja, wir lassen sie wieder frei. Ich denke mir nur, wir helfen so ein bisschen da, weil jedes Mal trocknet das alles aus und dann sterben die. Und so können wenigstens ein paar überleben. Ja, jetzt fahren wir erstmal los. Wir sind unterwegs und jetzt fahren wir noch ganz kurz zu dem Mechaniker, weil der Keilriemen oder so auf Arabisch sieht. Sir. Der Keilriemen macht immer so laut, ne? Unsere Aziza macht nur Probleme.
Also das war jetzt 750 Pfund diesen Monat für Kühler. Jetzt kommt der Keilriemen. Keine Ahnung. Also wir müssen dringend das Auto verkaufen. What you do? It's working. Salas I open. Also jetzt machen wir wieder auf. Es ist einfach. Die Klimaanlage funktioniert nicht. Guck mal, gestern. So ist es hier, Alhamdulillah. Cool bleiben, kann man eh nicht ändern. Jetzt fahren wir durch die Wüste, 50 Grad. Ohne Klimaanlage. So ist das. Aber heiße Luft ist besser als keine Luft. Und, gute Neuigkeiten. Yeah, wir haben die Busse verkauft. Und wir haben hier Deposit, also eine Anzahlung von 500 Pfund. Ja, wir hätten sie ja für 13.000 Pfund oder 12.000 noch was, keine Ahnung, verkaufen können, weil ich gesagt habe, nee, für so billig gebe ich das nicht her. Für 12.000 haben wir sie ja gekauft. Ach so, für 13.000 hätten wir sie verkaufen können an den letzten. Aber jetzt kamen ja die Männer, die haben nochmal geschätzt. Und was heißt nochmal? Andere Leute kamen und die haben gleich fix. You say this is too less or you say from the beginning 15.000? He was not here there. The Bourdain finished. He make the money. He wants Christina Bourdain. He try. Halas. Okay, also der wollte 16.000 haben, der Abrodaino, der Zweitmann, hat das alles geregelt, 15.000 wollen wir und mehr nicht. Okay, also 15.000, der Boss verkauft und die Busa, die werden heute Abend abgeholt. Vielleicht können wir nochmal zurückkommen und das filmen, aber ich glaube, vielleicht kommen die auch vorher, wir werden sehen. Keine Ahnung. Ja, die Kinder sind zu Hause, die Supernanny, die Schwägerin, wo der Younes, gestern hat sie schon aufgepasst, sind die Kopfhörer kaputt gegangen bei ihr. We must bring some ma for your sister. Und jetzt muss sie nochmal kommen, mal sehen, was heute kaputt geht. Alhamdulillah. Yeah, they have? She says she need a new one, she said. Also irgendwie hat der Younes das aus dem Ohr gerissen, es ist zerrissen. Schlechte Qualität, aber es ist auch nicht schön, dass es kaputt gemacht hat. Naja, kommt vor. Da sind wir in Kena. Ich sag's euch Leute, eine Hitze, das ist so heiß. Oh, ich kann nicht mehr, mein Mann ist jetzt hier und bringt uns was zu trinken. Ich kann gar nicht, mir ist schon schwindelig von der Hitze. Also Leute, wenn man hier die Hand hintut, au, du kannst es nicht lange lassen. Es ist voll heiß. Der Sommer ist da. Jetzt haben wir es. Da seht ihr mal heute. Ach, doch. Mittagsgebet. Leute, mein Mann hat vergessen, dass er eine Maske... Guck mal hier. Da ist er. Warte mal. Der hat vergessen, dass er eine Maske auf dem Kopf hat. Jetzt hat er... Mahmoud! You forget your mask in the head. I don't forget, I put it for the sun. Ah, for the sun. Ich dachte, du läufst rum. Das gibt Mahmoud. Hör mal den an. I put it for the sun. The people not laugh about you. Laugh or not. Also Leute, jetzt kommt das Beste. Meine Ohrringe heißen hier Corona. Kreolen auf Arabisch Corona. Ask him that the Corona is coming. Frag mal, ob Corona angekommen ist. Walk inside. I just wait outside for the people, you know. Ich erwarte draußen, weil der holt gerade die Kreolen von woanders her. So, jetzt zeige ich euch mal die Goldlade hier. Aha. Wir haben gerade eiskaltes Wasser gekauft. Also gefühlte 48 Grad, 50 Grad haben wir auf jeden Fall. Guck mal hier. Ah, he make his nose. So he has not corona when he make. Der schneuzt. Not, I don't like it. Der schneuzt, also hat er kein Corona. Hat er nur Schnupfen. La, I want to... He bring now. Yeah. He bring now the earring in Khalas. We wait and look. Also ich war schon in zwei Läden. Das ist Nummer 3 und jetzt holt er erstmal die Ohrringe. Und der heißt Al Hadi Jewelry. Al Hadidi, nicht Hadi. Hadidi. Da
fährt er. Schon wieder Laden zumachen oder was? They must close the shops. Ladi, das ist irgendwie jemand von der Regierung, die wollen vorbei. I don't know. So Leute, jetzt habe ich mich fast mit dem Mann gestritten. Ich dachte, der will mich versäckeln. He say Macarona and I say Bechamel. Genau. He laugh about us Mahmoud. And then he say, la, it's really Macarona. Also ich habe es falsch verstanden. In drei Shops habe ich Corona verstanden. Da seht ihr mal, wie mich der Mist verrückt macht. Und es heißt Macarona. Also die Ohrringe heißen Nudeln und nicht Corona. Yalla, Macarona. Also wir haben meine Ohrringe hier gefunden bei dem Mann. 7 Gramm. Und sehr schöne. Jetzt müssen wir erstmal überlegen, kaufen wir sie oder nicht. How much? 5,000? Ah, Ushuaia. Ushuaia. 5,000. It's too much for the 18, not for 21 bit. 18 Karat. Ah. 21 is the best. 21 ist das beste Gold und deswegen ist es zu teuer jetzt. Wir überlegen. La, yalla bina. Wir gucken mal weiter. Anyway, Mahmoud, der ist schon wieder im Schuhshop. Nobody take us serious with your outfit. Die lachen alle über uns. How you come inside like a habit, Mahmoud. Wallahi, take this out. La. Also, this is every water in my This is why we get high prices, because they think you are handicapped. Okay. Upsala. Sorry. Wir kriegen hier teure Sachen. Die versiegeln uns doch, weißt du? Ich als Deutsche verstehe kein Wort und der mit diesem Outfit, die denken, das ist nicht normal. Sind wir ja auch nicht. Viel zu teuer alles. I don't like anything here. I don't know. It's your shoes. Also mir gefallen die Schuhe ja eh nicht. Die erinnern mich immer so an Indianerschuhe. Like, aber das ist hier die Mode halt, ne? Here this one's not bad. Different Schuhe, ja. Something different. Not like all. Oh, Lacoste. And what you like? Tell me what you like. This, oh yeah, this is like... In Germany, the people, I think, 80 years buy this. Die 80-Jährigen in Deutschland kaufen doch sowas. Das gefällt dir. Das A. Ah. Naja. Alhamdulillah. Allah Bina. You see the coffee machine, huh? Allah, leave it. But wait, wait. Man sieht alles. Drive, Mahmoud, drive. Give it to me. And you make the video starting the seat. Also Leute, was wollte ich jetzt sagen? Wir haben uns jetzt überlegt, wir werden, oh, wie rot ich bin, voll heiß. Wir haben jetzt noch in einen anderen Shop geguckt, da konnte ich kein Video machen, das wollte er nicht. Wir gehen jetzt zurück in den Laden und kaufen die Ohrringe. Die waren allerdings 18er Gold und mein Mann sagt, 21er Gold ist besser zum Verkaufen. Aber wir wollen es ja nicht verkaufen, wir wollen es kaufen. Und when I marry you, I don't think for the divorce even. So. Wenn ich ihn heirate, denke ich doch auch nicht gleich an die Scheidung. Wieso soll ich Gold kaufen und gleich ans Verkaufen denken? Not one hobby, 1%, weil I hide. 18er Gold lässt sich nicht so gut verkaufen wie 21er. Ja, na und dann ist es halt so. Wir kaufen die Ohrringe, weil die mir gefallen und fertig. Leute, guckt es an. Also, das ist brutal. Brutal. Ich zeige euch die Ohrringe dann. Ich gucke mal, ob ich in dem Laden Video genau so, ob ich in dem Laden Video machen kann. Schauen wir mal. Ach, it was here the shop, so. Tada, da ist es. Ich habe nicht drin gefilmt. Da waren 1000 Weiber. Entschuldigung, Frauen. Die brauchen auch Gold jetzt. Ja, mach mal. You open for the people. Der Shop heißt in Kena Sun. New San Mas, San Tomas, whatever. Ah. Yeah. Hold it and open it for the people. Habibi, what you are doing? I put my things in the... He's so busy. Come here. Wait. With... Mahmoud. Yeah. You broke it now. Yeah, it's broken. Der hat's kaputt gemacht. Okay. Yes, and, so jetzt. You broke it, really? Ja, oh nee, du. Also, das sind die Ohrringe, die ich mir ausgesucht habe. Was sagt ihr? Die sind doch schön. 5 Gramm Dinger.
18 Karat. Yalla. Mabruk, mabruk. Mabruk, shukran. Ja, also kann ich natürlich nicht zeigen, wie es an mir aussieht, aber sieht bestimmt super aus. Haya, haya. It looks really great on me. I cannot show it, but akita, but it will look good, sah? Akin, inshallah. Amaya. So you broke it. In 1 second, Mahmoud. I don't know. Every time you touch your hand, krik, kaput. Yalla, alhamdulillah, you broke it. Give it to me. It's yours or mine? Guck mal, jetzt kriege ich noch nicht mal meine Sachen zurück. Give it to me. Schon wieder im Hintergrund. Also, it's really broken. Ask him, maybe he give us broken or you broke it? I broke it. You broke it. Khalas, yalla. We will wear it in this result. Mashi. Oi, wir gehen nach Hause jetzt. Mahmoud will nicht mehr. Der hat Hunger. And I is not allowed to eat outside. Und wir können draußen nicht essen, wir müssen zu Hause essen. Akitaban. Ja, so ist es. Ich wollte ja noch Ding kaufen. Teller und so. Und Bettwäsche, aber dann machen wir das. Hä? Ah ja, für Kaffee und nach Mahmoud. Leave this. Leave this. Mensch, khalas. Okay, also Leute. Wir sehen uns später wieder. Ciao. So, Kaba gekauft. In der Hitze. Schöne kalte Kaba. Dein Schokokrosso, alles schon desinfiziert. Ja, ich weiß, ihr glaubt nicht dran, aber wer weiß, was da gerade, wer das gerade angefasst hat in einer Sekunde. Dann, ach, schon mit der Cartoon nach Mutter. I must not take it out. Das ist eine Solarlampe. Ist also einmal in Blau und einmal in Schwarz. 200 mal, 200 Pfund, nee, 180 wollte er. Dann haben wir runtergehandelt in einer Minute auf 100 Pfund. Und dann haben wir zwei für 100, für 200 Pfund gekauft. Mahmoud sagt, es muss dann ein Schrott sein, dass er so schnell mit dem Preis runtergekommen ist. Auch mit Powerbank kann man aufladen mit Dings und mit der Sonne. Ja. Einmal in Blau. Einmal in Blau. And one time in Schwarz. Sag Schwarz. Schwarz. Hallo. Gute Nacht. Guten Morgen. Gute Nacht. Guten Morgen. Ja. And light from the front. And here also. Hallo, hier kommt die Polizei. Kida. Hallo, hallo. Not bad. Aywa. But and when he comes down with the price, you feel so big all day. Als er runtergekommen ist mit dem Mann, mit dem Geld, hat er gedacht, okay, das hält uns vielleicht einen Tag. Okay. Don't believe that he accepts. Ah, hier ist das Solar. Werden wir sehen. Do you remember him? So. Solar. Alhamdulillah, habe ich jetzt verschüttet? Send, send, you might I make it already. After you take this, because he was holding. Look for my gold, give it to me. Masha, salam. Aufpassen, gell? Aufpassen. You will wear it. Just I keep it. In the safe side. Ah. Like the money. Der hat schon verkauft. You sell it in my bag. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Das heißt, der hat Angst, dass er sie verloren hat. Alhamdulillah. Isaac, ja, sicher für mich. Der verliert doch alles. Na ja, die sind schon schön. 5 Gramm. And how much costing? 5,000? 5450 Pfund. Ah ja. And this 3000? Ah, 200? 5000? Ah. Collective money, collective. Every year, Shwaya. Alhamdulillah. Ja, das ist von der Helba. Das Box on Klee hat mir die Ohrringe Bisch geschenkt. Super. Ja, und jetzt verkaufen wir noch die Busa. I can throw this, or you need it. This blue. Ah, ich in den Barfen vom Geram. So. Halas. Okay. Viel Spaß. Viel Spaß. Mahmoud schwitzt. Mit dem Gamusa aussehen hier. Hey Gamusa, how much I need from the Gamusa? What you need from her? Yeah. A pair of shoes. Wie viel Geld brauchst du von der Gamusa? Sag ich. Nee, wie viel Geld brauchst du? Ein paar Schuhe. Put it in
Das in der, wir machen es unter der anderen Machata. Okay. Alles klar, Leute. Jetzt müssen wir erstmal losfahren. Und jetzt essen wir was. Und dann zu Hause probiere ich die Dinge an. Ist ja klar, dass ich es hier nicht mache. Und euch nicht zeigen kann. Schade. Aber. So, ich can drive now. Jetzt gehen wir mal nach Hause. I must also make video from the Busa to say bye-bye Busa. If you found it. You think? Maybe. Ah, he bring the Red Bull or we can bring, we must go there? Anyway, we have to go. To the station? To the gas station? One gas station, maybe from him or from there. So sad for the... Okay. Yalla. Guck mal, wie heiß das ist. Maybe I get now a problem because it's not from the fridge. Leave it, open the other, put it in the... This is also... Ja, diese Schokoladencroissants, die gehören ja in den Kühlschrank. Na, das vergesse ich jedes Mal und kaufe und dann kriege ich de Flor de Odo. It will be the same. Yalla, okay. Wir sehen uns, gell, Leute? Heia. Guck mal, wie rot ich bin, Leute. Wir sind jetzt wieder in Aluminium City. Mahmoud holt Wasser, ganz trockenen Mund. Wir haben, also so heiß war mir selten in Ägypten. Ich bin fix und fertig. Aber ich habe die Ohrringe dran, da sind sie. Und ich sehe gut aus, also hätte ich nicht gedacht. Ich habe früher immer Silberohrringe getragen, aber das Gold steht mir. Ich sehe ein bisschen aus wie so eine kleine, darf man Zigeuner noch sagen? Ich finde, das ist kein Schimpfwort, aber gut, wenn, dann Roma Sinti, ne, mit dunklen Haaren und dann hier so Goldohrringe. Ich finde es aber, sieht gut aus, steht mir. Und dann noch mit dem Goldohrring, hallo. Also, jetzt haben wir 7 Gramm Ohrringe, 3 Gramm Ring. Jetzt haben wir Geld investiert. Wenn was ist, können wir es verkaufen. Na, weil wir müssen ja sagen, man muss dazu sagen, wir haben kein Konto. Wir investieren unser Geld so oder ein Konto haben wir, aber das ist mehr so ein Sparbuch, wo man nur Geld einzahlt. Ach, da kommt Mahmoud. Wo man nur Geld einzahlt, also wir haben keine Zinsen oder so, weil das im Islam nicht erwünscht ist oder besser gesagt auch verboten. Wo ist das? Jetzt müssen wir desinfizieren. Mahmoud. Yalla. Hotza? Hotrales, das sagt der Ägypter. Hotrales, sehr heiß. Shukran, Habibi. Leave me alone. Da lachst du. Das Haus steht noch. Super. Leute. Ich habe gehört, die Tante hat voll geschrien. Der Jonas hat viel Quatsch gemacht, du hast ihn geschlagen oder wolltest ihn schlagen. Und die Tante hat voll rumgeschrien. Die Kopfhörer waren ja kaputt. Ja. Ich habe welche pinken. Warum ist das Handtuch hier am Boden? Keine Ahnung. Mhm. Okay. Also die Busa wurde noch nicht abgeholt. Ich möchte das mit euch jetzt mal kurz den Rundgang machen. Der Opi ist wieder okay. Wo sind meine Schüchen? Das sind die Kena-Schuhe, die tun wir mal weg. Also wir haben uns schon umgezogen. Die Klamotten. Eieiei. Die Klamotten in die Wäsche. Ja, muss man ja machen. Guck mal, die Sonnenblume ist brutal. Mashallah, subhanallah. Guck mal, die guten Rosen. Ach genau, dann nehme ich die. Die sind für draußen. Nee, ich glaube, das sind die Drinnenschuhe. Die pinken sind für draußen. Die sind die blauen. Ich habe meine hier, Habibti. Die Penny ruft mich. Ja. Hier, ich nehme die. Naja, gut. Und 1000 andere Schuhe. Die sehen halt schon besser aus. So, Mäuseli, komm. Jetzt holen wir mal kurz hier ein paar Blüten. Ah, nimmst du die Rosen? Ich nehme die Hibiskus. Ja, Leute, ich habe gesagt, lass sie doch ein bisschen dran. Die können nur einen Tag leben und dann ist rum. Dann gehen die, also ein, zwei Tage und dann verdorren die. Die Kaktusse wachsen jetzt, weil sie immer diese Trockenphase haben. Sehr schön. Also hier wachsen die richtig gut. Schau mal, der hat einen richtigen Schub gemacht, dieser Kaktus. Und der da auch, alle. Hol mal alle Rosen, alles gut. So, mal hier die Hibiskus. Guck mal, die werden gelb kommen, die. Not bad.
Ich muss diese Tüte mal wegnehmen. Weiß nicht, immer müssen wir die. Okay, kommst du? Guck mal, Molochea. Subhanallah. Ich habe heute den Kindern nach Bamia-Dings gefragt. Samen, aber hatten sie nicht. Was auch nicht. Wo ist jetzt hier der Mülleimer? Also Leute, also Kena ist 3, 4, 5 Grad wärmer als unser Dorf. Das merkt man gleich. Hier kann man es noch akzeptieren. Guck, die geht morgen auf, inshallah. Es war heiß, Mausi. Und Klimaanlage kaputt. Hör mal auf. Du wärst gestorben. Nimmst du kurz die... Deswegen, weil wir sind nicht mitzukommen. Ach so, tut es hier bitte in Müll. Oh, tut ihr euch auch, gell? Es ist heiß. Mimi. Die Armen. Okay, jetzt gehen wir mal kurz gucken. Alles okay wieder? Kim, guck mal, wie die Om da schwitzt. Ja, sorry. Bismillah. Wie viele Eier haben wir? Drei. Hä? Kann nicht sein. Hier, nimm mal die Blüte und schmeiß sie zu den Schildi. Dann hat sie woanders gelegt. Guck mal. Aber sie war hier heute Morgen gelegen und ich habe Fotos gemacht. Ich habe sie hier vorher gesehen, von oben. Heute Morgen hier sitzen. Was ist das? Ach so, Leute, guck mal, meine Gipsdinger. Gips. Hör mal auf. Vielleicht habe ich das doch zugebaut, zu arg. Schon wieder Müll. Ich glaube, die checken nicht, dass da, die haben es vergessen, dass da. Oder alle 2 Tage legen sie halt Eier. Na gut. Dann. Sternei, Hanoi. Na, Penny. Gib mal Wasser. Oh, die ist auch leer. Die brauchen Wasser. Ganz dringend. Ah, habt ihr eure Blüten? Gut. Wasser habt ihr auch? Super. Gucken wir mal hier kurz zu denen. Eine Sekunde, wenn wir schon da sind. Bismillah. Boah, ihr habt auch Durst. Ah ja, da unten sind schon Babys gekommen. Kommt. Das ist, was ich sag, sag ich. Bismillah. Hm. Ihr seid auch gewachsen, die Zwillinge hier, gell? Die Weißen. Ja? Kommst du? Ja. Mäschi. Baba will den da, den Schönen, hier rüber tun bald, weil... Oh, ihr habt schön kühl. Ja. Hier ist kühl. Mhm. Weil der kämpft schon gegen die anderen. Na, ihr. Und du kriegst auch bald deine Babys. Wir haben ihr ein... Malti-Baby untergeschoben, weil die hockt auch immer umsonst rum und um. Ihre Eier sind immer leer mit unserem schönen König. Wo ist er? Mit dem da. Und die brauchen ja auch Erfolgserlebnisse, gell? Okay, ja, Labine, alles okay hier. Futter haben sie, Wasser haben sie. Tschüssinger. Machst du oben, kannst du das reinstopfen? Ja, genau, mach das. Ich gehe schon mal vor zur Busa, du kommst. Kriegst du nicht? Ich kann aber einen Stock benutzen. Nee, ich mach's. Gib her. Das machen wir nur. Irgendwann kommt jemand und macht hier ein Holz hin. So lang stopfen wir Stoff rein. Oh, guck mal. Da sieht man, das hier ist ein Baby, das ja, Rosane. Im Popo. Und du hast auch Eier. Mäschi. Macht schön Eierle, ich sag's euch. Kommt ihr? Mimi. Habt ihr gestern die Eier übrigens geholt? Ich habe heute gestern waren es, glaube ich, 5. Also, oh, hier ist auch heiß. Subhanallah, also ich glaube, das ist der heißeste Tag bis jetzt in Ägypten. Was ist da los? Hier ist nix. So, also Leute, das ist das letzte Mal, dass wir die beiden tagsüber sehen. Wir haben einen super Preis bekommen. Dann können wir euch beide nämlich wieder frei machen. Machst du wieder zu? Warte, ich muss mal ausschlagen. Hier, jemand wollte doch sehen, wie ich ausschlage. Einfach nach hinten weg.
So wie die auch. Fuso. Tschüss. Das schön war es mit dir. Deine Milch war toll, die Käse war gut. Aber du kommst jetzt in ein neues Zuhause. Ja. Es tut mir leid. Wir können. Guck mal, die Krähe tut sich. Ja, du musst dich umdrehen und einfach so machen. Auch mal treffen. Der muss wissen. Ein bisschen stärker. Was will ich sagen? Wir sind keine Wasserbüffeltypen. Die müssen dann schon super zahm sein, dass wir da irgendwas uns machen können. Aber die hat super Durst. Ich gebe dir Wasser. Moment. Jetzt habe ich keine Angst mehr. Jetzt bist du verkauft. Wow, 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 wow. Warte mal. Hilfe. Keine Ahnung, warum ich jetzt keine Angst mehr habe. Komisch. Ist das heiß? Nee. Oder? Bisschen Wasser, komm. Ein Duscherle und dein Sohn auch. Heia, heia, heia. Okay. Ihr wollt nicht duschen, ihr wollt saufen. Moment. So. Leute, du willst auch trinken? Ja. Kommst du, Mäuschen, und gibst mir den Esel, die haben auch Durst. Jetzt gucken wir mal zu den Schafen, alles okay hier. Da hockt er, der Schnucki. Das sind die Nächsten, die drankommen. Verkaufen. Upsala. Ja, der Tierarzt kommt nicht bei, sonst, also, ne, hat mir viel zu wenig den Preis gegeben, das können wir nicht machen, gell? Guck mal, die Mutter schubst den Sohn weg. Ich hab selber Durst. Der Arme. Sag mal. Das ist Mutterliebe, gell? Hanoi. Du Arme. Boss. Es tut mir ja leid. Deine Mama ist so. Komm, ich tue ein bisschen. Ich auch. Dass ihr schön geduscht ausziehen könnt, schön geduscht verkauft, gell? Ja, beide. Ja. Wasserbüffel. Ja, jetzt hat sie wieder mehr Milch, gell? Jetzt hat sie wieder mehr Milch. Tut es wieder aufstellen, bitte. Salah. Ja, der Euter war nämlich ganz dünn. Ja, du hast Durst, du Armer. Wasser kommt, Wasser kommt. Hörst du das? Ist das Gewitter? Nee. Was ist das? Bestimmt die Stalltüre. Ah, der Jonas will rein. Das macht so bum bum wie ein Gewitter. Ja, okay. Der Jonas schreit schon. Wir kommen gleich! So, geh und hol ihn. Hm? Bisschen abduschen. Da tun wir ein bisschen reduzieren, dass mein Mann nicht so gestresst ist mit dem ganzen Futtergehole. Ne? Muss man ja auch sagen. Die haben auch Durst. Ja. Bist du fertig? Ja, klar. Super. Gut gemacht. Boah. Jetzt steht der auf dem Schlauch. Wer ist das? Ach du. Du stehst auf dem Schlauch. Ja, vormittags gehen wir Gold kaufen und nachmittags gehe ich und tue die Büffel duschen. Das ist ein Leben von einer High Society Lady. Ja, 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 ja. Hör mal auf. Jetzt hockst, wer ist denn das jetzt auf dem Schlauch hier? Boss, mach Platz. So Leute, ich gebe mal kurz rüber zu den Eseln Wasser. Moment. Guck mal, jetzt hat sie das andere Wasser auch umgeschmissen und hat ihr Gesicht in Dreck gemacht, weil ne, man muss sich ja schön machen, wenn man verkauft wird, gell? Was ist das? Hä? So. Bisschen der Popo abspritzen und gut ist. So, jetzt macht mal Platz. Die Schafe wollen auch. Die freuen sich. Ich trau mich gar nicht.
Ich muss mal reingehen zu den Schafen, Leute. Moment. Hm. Sind wir drin? Tun wir euch auch mal ein bisschen abspritzen. Also der sagt auf jeden Fall, die Schuhe hätte er hier abgenommen. Deswegen ist der Preis auch so wenig. Genau. Also ich sehe die Schuhe überhaupt nicht dünn. Und die Emma 1500 und wir haben sie für 2000 gekauft. Unfassbar, unfassbar. Gut, wir haben den Schorsch bekommen von der Schuschu Mäschi, aber der ist jetzt auch 2 Jahre alt, ne? Im September. September, November rum. Was? September, nee, September, glaube ich, ist er geboren. So, Ibusa, schön war's. Dankeschön, dass du bei uns warst. Aber es wird Zeit zu gehen. Die haben wir jetzt auch. Über ein Jahr, definitiv. Die haben wir ja schwanger gekauft. Und der Boss ist jetzt auch schon fast 6 Monate oder was, so plus minus, keine Ahnung. Kann ganz gut klettern. Du kannst dich verabschieden, Jonas, von den beiden. Nachher werden die abgeholt. Tschüss. Ja, Kalas. Tschüss, ja. Und dann darfst du wieder frei, Heidi. Holla. Ja, dann darfst du hier frei rumlaufen wieder. Ich gehe rein zum Baba, der liegt unter der Klimaanlage. Wir brauchen unsere Ruhe. Bisschen abkühlen. Das war jetzt heftig. Ja. Dann machen wir hier noch Wasser rein. Und, ach, warte, ich krieg das nicht hin. Und dann halas. Okay, meine Lieben. Das war's wieder von uns. Wie ihr seht, haben wir keine Pause gemacht. Ist ja doch noch irgendwie was hier los. Immer mal wieder. Alhamdulillah. Okay, bis die Tage. Moshilema. Bye, bye. Heute Abend müssen wir definitiv. Bye, bye. Gießen. Ja. Die Armen schwitzen. Die buddeln sich im Loch und legen. Ja, das ist gut. Das ist schön kühl dann. Und wie tief sie graben können. Mhm. Halas, yalla. Bounty. Boy, boy. Ah, die hat auch Durst. Komm, der geben wir noch Wasser. Bye, bye.